Hallo Freunde, hier ist der Luke. Tja, das war der Trailer zur neuen Karte Merkur in Battlefield 5. Am 30. Mai verlagert sich der Krieg in den Mittelmeerraum, wenn eine brandneue Karte Teil des sich ständig weiterentwickelten Battlefield 5 wird. Bereite dich auf einen brutalen Kampf entlang einer malerischen Küste vor. Das ist Merkur. Die Karte basiert auf den Ereignissen von Unternehmen Merkur 1941. Du kommst dabei an der Küste von Kreta zum Einsatz, wo die Briten sich gegen die angreifenden deutschen Truppen zur Wehr setzen. Vom Gameplay her geht es auf Merkur um Vertikalität, das ganze Ausmaß des Krieges und asymmetrische Fahrzeugstärken. Die Briten haben Panzer und nur wenige Flugzeuge, wohingegen die Deutschen über die Lufthoheit verfügen. An den Felshängen kommt es zu intensiven vertikalen Gameplay mit Gefechten auf engem Raum. Das hört sich doch erstmal ganz gut an, würde ich sagen. Interessant wird sicher dieses asymmetrische Fahrzeug-Gameplay. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob DICE es hingekriegt hat, dass die Karte trotzdem balanciert ist oder ob es tierisch nervt, wenn man als die Briten spielt und dauernd von deutschen Bombern bombardiert wird bis zum Exzess. Interessant wird es sicher sein, auf der britischen Seite zu fliegen und gegen diese Übermacht von deutschen Flugzeugen anzukommen. Als Einheiten haben wir dann natürlich Infanterie, Flugzeuge und Fahrzeuge zur Verfügung. Die Größe der Karte soll mittelgroß sein, was auch immer das heißt. Also wenn Hamada groß ist, kann man sich vielleicht denken, dann vielleicht eher so wie Arras. Wir werden sehen. Das Tempo ist moderat bis schnell. Merkur unterstützt zahlreiche verschiedene Spielweisen. Es ist als Karte auf das ganze Ausmaß des Krieges angelegt, auf der Spieler mit Panzern vorstoßen, auf Luftunterstützung warten oder verzweifelt eine Flaggenstellung verteidigen. Battlefield-Veteranen werden sich an drei klassischen Karten aus früheren Titeln erinnern fühlen. Guadalcanal aus Battlefield 1942, Altai aus Battlefield 4 und Monte Grappa aus Battlefield 1. Aufgrund der Größe und der Vertikalität wird das Spieltempo variieren. Finde Lücken in der Verteidigung, um aus Flanken zu kommen, oder stürze dich bei einer Flagge in ein heißes Feuergefecht. Es gibt eine Position auf der Karte, wo MPs und Schrotflinten treffen werden, während Aufklärer mit Scharfschützengewehren auf Versorgungssoldaten schießen, die ihrerseits den Feind mit ihren LMGs behaken. Die Schlacht wird inmitten idyllischer Olivenhaine, modernster Radartürme und allem dazwischen toben. Wow! Sieht auf jeden Fall cool aus mit dem türkisen Wasser und den intensiven Farben. Naja, ich denke, wir treffen uns auf Merkur. Bis dann!